Ich löse meine Augen von der Straße, ziehe die Knie aus den Rippen der warmen Heizung und gehe die Treppe hinunter. Tom hat die Tür schon aufgerissen und umarmt Willems Kopf und küsst ihn auf die Nase. Wenn die beiden nebeneinander stehen, kann man nicht glauben, dass sie Brüder sind. Willem ist klein und dick und hat wenig Haare und sieht aus wie ein echter deutscher Ehemann. Tom dagegen ist lang und dünn und hat volles Haar, viele Locken und er sabbert und ist natürlich nicht so beherrscht wie Willem. Aber dann merkt man es doch. Willem wischt sich, ohne mit der Wimper zu zucken, lachend und so beiläufig Toms Sabber aus dem Gesicht, wie man es nur kann, wenn man Toms Bruder oder Schwester ist. Dann knufft er Tom lässig in die Seite, schmeißt die Arme in die Luft und jagt Tom in die Küche. Tom schreit wie am Spieß, wie immer, wenn er verfolgt wird und kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen. Ich höre Toms kehliges Lachen, weil er gewonnen hat und wie er laut und ernst sagt, nein, Willem, nein. Willem kommt zurück und nimmt mich in den Arm. Ellie, sagt er. Nur einmal Ellie. Hat er lange nicht gesagt. 6 Jahre vielleicht. Aber kann er noch. Hört sich an wie früher. Wo ist denn Astrid, frage ich. Die wartet noch im Wagen, sagt Willem. Und wieso wartet die im Wagen, frag ich. Und Willem sagt nichts und hinter ihm sehe ich, dass Tom sich leise anschleicht. Worauf warteten die da? Darauf, dass du das hier kurz regelst und ihr dann wieder fahren könnt, oder was? Mann, Ellie, wegen dem Kleinen. Des Kleinen. Was? Wegen des Kleinen, Genitiv. Ellie, echt, sagt Willem. Und es ist still für einen Moment. Und hinter Willem laufen 2 Jungs die Straße entlang. Der eine von ihnen spuckt und es ist so still, ich höre sein Rotzen. Was ist denn mit dem Kleinen? Nix, nur dass ich erstmal Tom begrüße, ganz in Ruhe und so, sagt Willem. Weil sie Angst vor dem Behinderten hat, oder was, sage ich. Weil sie ein Problem mit dem Behinderten hat, hä? Warum kommt sie denn überhaupt hierher, wenn sie so ein Problem mit dem Behinderten hat? Den letzten Satz schreie ich fast und ich hoffe, dass Astrid ihr Fenster ein bisschen aufhat und es hören kann. Die Spuckjungen haben es gehört. Sie lachen und zucken komisch mit den Armen, machen einen Spastiker nach. Es reicht, Ellie. Willems Ton ist jetzt schärfer. Mach hier nicht so einen Aufstand. Und er dreht sich um und schmeißt die Arme in die Luft und jagt Tom wieder in die Küche. Ich höre das Getrampel der abbremsenden Schritte, Toms dummes, lautes Lachen und dann höre ich es ihn sagen, so ernst er kann, nein, Willem, nein. Und genau in diesem Moment wird das Gefühl in mir wieder angestellt. Plötzlich merke ich, wie ich in mir drinnen umkippe. Wie wenn es mir die Beine wegschlägt, so ein Sog, tief unten im Bauch. Ich sehe Großmutters fahles, totes Gesicht vor mir, ihre kleine, alte Hand, die mich nie mehr anfasst, streichelt oder haut. Sie ist einfach weg. Sie fehlt. Es tickt in mir. Es pulsiert. Eine Wut. Und ich schlage mit der flachen Hand an die Tür, dass es klatscht und die Haut brennt. Und ich schreie, ich kreische fast. Verdammt, hör auf mit dem Schwachsinn, du Idiot. Sie ist nicht mehr da, Tom. Mama ist tot. Schnallst du das denn nicht? Dann kommen die Tränen. Und dann kommt Willem, nimmt mich wieder in den Arm und sagt, Ellie.